So Leute, da sind wir auch wieder mit einem neuen Part von Let's Play Crysis 2 und wir waren ja hier zuletzt, als wir so niedergeschlagen wurden und mit dem Hubschrauber abgestürzt sind. Aktualisiert. Na toll. Und ich werde von Aliens angegriffen. Was seid ihr denn für welche? Ihr seid aber größer, oder? Parek. Nein, ihr seid nicht größer. Was zum? Parek. Und er ist tot. Wo ist er? Ach da. Parek. Oh Gott, ach Herrgott. Ja, ich bin gestorben. Ja. Drehpunkt aktualisiert. Tarnfeld aktiviert. So, Batsch. Und Latsch, da bist du Matsche, verflucht. Aber ihr seid so verflucht schnell, ihr blöden Viecher. Achso, der ist tot. Ich muss mich verstecken. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Verreckt. So. Wunderbar. Was war das? Hm? Was kommt jetzt noch mehr oder was? Oh, wie lange braucht das zum Aufladen? Was ist denn jetzt passiert? Okay, das muss wohl angeblich so sein. Infizierung isoliert. Neustart der Kernfunktionen. Der Hirngewebevektor isoliert. In tiefen Schicht gespeichert. Verarbeitet. Nanoformanalyse wird durchgeführt. Kompatibilitätsregistrierung eingeleitet. Verarbeite. Brauchbarkeitsbewertung des Nanoanalysators wird durchgeführt. Verarbeite. Okay. Na. Der Linkschaden-Einsatz. Das offizielle eine Geheimoperation der USA. Sie werden da draußen meine Augen und Ohren sein, Prophet. Halten Sie Ihr Team am Leben. Ich verstehe diese Form von Loyalität. Ich unterstütze Sie sogar. Aber Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen Sie Proben. Falls nicht, kommen Sie einfach lebend zurück und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende. Die Nanosysteme, aber... Wir alle leben nur mit geborgter Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich aufwacht. Okay. System wiederherstellen. Na toll. Feststoffe isoliert. Basisfunktionen gestört. Leite primäre Energiesysteme um. Bitte warten. Also, ich kriege nur einen schwachen Feed von Ihrem Anzug. Aber im Moment muss das reichen. Wer bist ich du glaube, denn? Achso. Nee. Jack Hargreave. Zu Ihren Diensten. Ja, ich persönlich kenne mich. Hat meinen Namen mit Sicherheit erwähnt. Oh. Aber vermutlich hat er nichts Gutes über mich zu sagen. Ja. Aber jetzt haben wir Dringlicheres zu tun. Wir müssen sie bewaffnen und auf den neuesten Stand bringen. So. Sie steht jetzt ganz in der Nähe des kranken, bürokratischen Herzens dieser Stadt.
Politiker rausgeflogen wurden, hat es nicht besser gemacht. Denn was sie ersetzt hat, ist leider genauso schlimm. Aber sie müssen mir nicht glauben. Warum sollten sie auch? Vertrauen muss man sich verdienen. Sehen Sie sich selbst an. Ich lotse Sie so gut ich kann. Aber in dieses dreckige, kranke Herz müssen Sie selber runtersteigen. Es gibt da drin etwas, das Sie brauchen werden. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. So. Das ist... Oh, mein Anzug lädt sich wieder komplett auf. Dann habe ich das wohl gebraucht, dass ich mal so ein bisschen lange ohnmächtig war. Irgendwie hat das ja was von Resident Evil 4, ne? Da ist man nach seinem richtig großen, ersten richtigen großen Ereignis, sag ich mal, fällt man in Ohnmacht. Dann, dann ist man eine Weile lang bewusstlos, dann ist es dunkel und es regnet. Und jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche Monsterviecher oder so. Ist ja ähnlich wie bei Resident Evil 4, nachdem man Wursum, den man Del Lago besiegt hat. Dieses Viech im See. Also, aua. Irgendwie scheinen hier gar keine Gegner zu sein. Finde den Eingang zum Hive. Kämpfe nicht über die Plaza. Ja, toll. Immerhin sehe ich hier noch nichts. Okay. Wow, was ist das denn? Sehe ich das erstmal? Ich glaube nicht, dass diese Viecher mir wirklich gefährlich werden könnten. Na, die haben mir aber ganz schön Unheil angerichtet. Ich meine, dieses Ding, das steht eindeutig schief. Es könnte auf mich hinabstürzen. Was für ein scheiß großes Gebäude. Da. Na. Renn doch mal ein bisschen, Prophet. So. Moment. Get out and play! Und das von Crysis. Naja. War ja auch mal eine lustige Werbung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Tarnfeld aktiviert. Was ist denn hier los? Toll, die sind alle voll im Arsch. Ich geh einfach mal hier durch. So. Ja, dem geht's wohl wirklich nicht gut. Und er benimmt sich wie ein Affe. Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status entzieht. Das ist ganz schön krass. Sind das Leichensäcke oder was? Boah, ich glaube, das sind wirklich Leichensäcke. Ja. Was hier? Lecker! Ja, auch mal ein lustiges Szenario mal. Moment, was ist das? Achso, da. Wirklich kämpfen musste ich bisher noch nicht, ne? Das sieht herrlich. Weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, wie das Wasser so über die Straßen läuft. Sieht schon herrlich aus. Ich wette, auf dem PC sieht das ganze Spiel nochmal um ein paar Mengen besser aus. Obwohl hier so die Spiegelung in dem nassen Boden sieht schon gut aus. So. Was sollen das für Viecher sein, Tarek? So. Denken Sie an die Rentenkrise in Argentinien vor 2 Jahren. Oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrottenden Leichen? Nun, die Seth haben dafür eine ganz eigene Lösung entwickelt. Sie löschen uns auf. Sie lösen uns auf. Und dabei reduzieren sie die Umweltbelastung praktisch auf Null. Ja, schön, wunderbar.
Ih, sterbt alle so von wegen, oder was? Oh, Moment, Munition. Da. Wunderbar, so. Lade ich auch mal kurz nach. So, wunderbar. Voll geladen und wieder ran ans Werk. Moment. Nein, hier ist nichts. Ach Gott, hier kommt ja gar nichts. Ein Fressautomat. Und gibt Schleichwerbung. Ich finde das mal lustig, wenn es hier Schleichwerbung gibt. Moment. Nein, es gibt wohl tatsächlich keine Schleichwerbung hier drin. Auch lustig, auch gut. Und die sehen irgendwie alle gleich aus. Die haben alle dieses karierte Hemd und alle gleich angezogen, haben alle die gleiche Frisur. Die sehen auch alle gleich im Gesicht aus. Hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können, obwohl das Spiel schon sehr gut gemacht worden ist. So ist es ja nicht. Die Viecher, ich gern denen vorbei, die sind mir voll egal. Greifen mich ja nicht mal an. Ich gehe einfach mal weiter nach oben. Wer weiß, was ich da oben finde? Leichen. Munition. Brauche ich zwar nicht, aber... Mein Gott, warum nicht, ne? Geh auf, du Tür. Natürlich. Alcatraz muss die Tür natürlich auftreten. Das würde ich schon ganz gerne behalten, aber ich möchte gerne auch Schrotgewehr haben. Was nicht? Was? Moment mal. Moment mal. Verflucht. Ja, dann nehme ich lieber das Gewehr. Ist doch besser, ne? Das sind mir auch gute Dienste. Nein! Ach Gott. So. Ja. Das ist alles Teil desselben Systems zur Bearbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Abstoßend, ja, aber auch faszinierend. Meinungen sind bekanntlich unterschiedlich. Parek. Verflucht, warum hat er mich gesehen? Jetzt sind die doch wieder alle hinter mir her. Quatsch. So, wunderbar. Wo? Da. Dampfdaratei. Parek. Ja, er ist tot. Ja, ich glaube, es ist wirklich besser, dass ich dieses Gewehr noch mitgenommen habe. Lässt mir hier gerade ehrlich gesagt sehr viel bessere Dienste. So, Parek. Tarnfeld aktiviert. Parek, so. Da ist noch irgendjemand mit dem Geschütz oder so geschossen. Da! Da bist du ja. So, fahr weg. Und du auch. So. Ich hält aber nicht gerade viel aus, ne? Aber der jetzt? Da oben? Moment. Das kann ich auch. Das kann ich auch. So, den hitten wir. Die hier. Weil er mir die normalerweise eigentlich immer möglichst schön leer. Aber ich will mal kurz gucken, vielleicht gibt es da oben ja was. Denn er scheint nicht ganz umsonst da oben zu sein. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Ja, natürlich, Munition. Guck mal hier. Das ist doch schön. Auch nochmal nachladen, da brauche ich gar nichts. Okay. Tarnfeld
Kurz nachladen. Tarnfeld aktiviert. So. Ja, hier rein also. So. Tarnfeld aktiviert. Nein, hier ist keiner. Tarnfeld aktiviert. Okay, die sind von irgendwie ziemlich allergisch auf Schläge. Wer ist das nicht? Weil die hier ganz besonders, ich meine, die sind viel größer als Menschen. Ah, verflucht. Verflucht. Jetzt mal nachladen. Okay, brauche ich gar nicht. Okay, ich bin wieder voll dabei. So, hier ist sonst gar keiner mehr. So schön. Gerade eigentlich relativ einfach, das Spiel, muss ich sagen. Also, meiner Meinung nach sind diese Zeffs oder wie die heißen, ja, im Gegensatz zu den Soldaten echt gar nichts. Also, wir sind doch viel stärkere. Die viel stärkere Streitmacht. Zwar nicht so weit hochentwickelt wie diese Viecher da, aber naja. Dafür sind wir kräftiger. Tarnfeld aktiviert. Hier ist Radio Free Manhattan. Wollt ihr wissen, was der Mann jetzt vorhat? Nee. Es reicht ihm nicht, unsere Stadt mit steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle geraten. Sag bloß. Die Zeugen konnten in Midtown die Mediensperre überwinden und haben uns über Handy folgende schreckliche Warnung. Genau, das wollte ich. Es war eine gehende Maschine, Mann, wie früher bei Krieg der Sterne oder Krieg der Welten oder was weiß ich. Ja. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin nur noch dran. Boah, was rappelt hier so? Es muss wohl ein Zug oder so gewesen sein. Oder auch nicht. Die Sonne. Tarnfeld aktiviert. Infiltriere die Sie sollten von ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Linienstruktur ausmachen können. Das Schiff, das noch als Pilotenbeute abgeschossen haben, muss irgendwo über den Boden angekommen werden. Suchen Sie nach einem Tod oder einem Ziel. Auch gut. Oh. Tarnfeld aktiviert. Ich komme doch bestimmt noch irgendwo da vorne her. Oder auch nicht. Ich versuche es aber auf jeden Fall mal. Tarnfeld aktiviert. Hältst du dich ja nicht da fest? Du bist doch blöd. Ein Schwein bist du. Tarnfeld aktiviert. Hier kann man mich viel zu gut sehen. Wupp. Ach, na toll. Tarnfeld aktiviert. Das kann ich auch, was du kannst, du Penner, so. Weißt du was, Fabrik? Was, von wo, von wo, von was? Das war aber ganz schön lächerlich von mir. Bäh. Was ist das denn für ein? Na toll, ich könnte ja natürlich schon wieder brechen. Was ist das denn für einer? Ist aber größer, oder? Naja, auf jeden Fall ist er jetzt tot.
Okay, was war das für ein Viech? Möchte ich gar nicht wissen. Okay, das waren wohl doch nur dieselben. Quatsch, so. So einfach mache ich es euch nicht. Sehen Sie sich um, Alcatraz. Diese Ökologie. Wollen Sie hier bleiben? Boah, schön. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Wunderschöne Ökologie. Wie ich beschossen werde und wie flugt irgendwelche komischen Raumschiffe durch die Gegend fliegen und auch wieder schießen. Moment, ich hau ab. Beziehungsweise mache ich an dieser Stelle erst mal wieder Schluss und sag bis zum nächsten Part, Leute. Also ciao.